Hi Leute, hier ist KleinGamer1 und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Bausimulator 2014. Im letzten Teil haben wir den Lehrgang für den großen Bagger erfolgreich absolviert und auch schon die erste Teilaufgabe unseres neuen Auftrags erfolgreich abgeschlossen. Und jetzt werden wir weitermachen mit der zweiten Teilaufgabe von unserem Auftrag und der lautet Wendemauern. Soweit so gut, das Fundament steht, die Maurer warten auch schon an der Baustelle auf die Ziegel, diese stehen beim Baustoffhandel bereit. Also wir müssen jetzt die Paletten beim Baustoffhandel mit dem Pritschenwagen abholen und dann zur Baustelle liefern. So, also einmal vom Bagger zum Pritschenwagen wechseln. So, der steht hier bei der Zentrale, bei unserer, auf unserem Firmengelände und wir fahren am besten jetzt hier links lang und dann da unten rum zum, Baustoffhandel. So, also einmal hier rechts, geradeaus und dann gleich wieder links. Das ist ja gar nicht so weit dann zur Baustelle. Aber wir sollten an die Geschwindigkeit achten, nicht an die Geschwindigkeit achten, sondern auf die Geschwindigkeit achten. Ja, bevor wir in eine Radarfalle geraten. Das war ja erst vor zwei oder drei Teilen sind wir ja letztens in eine reingeraten. Leider verfehlt und dann zu spät eingelenkt und dann passiert es halt, dass man gegen die Wand fährt. So, da hinten stehen die Paletten und dann laden wir die doch direkt auf den Pritschenwagen auf. Also einmal Ladebordwände herunterlassen, öffnen sozusagen, ab in den Gabelstapler, Kameraperspektive wechseln. So, wir fahren am besten von der anderen Seite. Sind das fünf? Nein, okay, da habe ich mich verguckt. Das sind nur vier. Gut. So, Aushilfsfahrer, einen neuen Erfolg haben wir freigeschaltet und 2500 Euro haben wir dafür gekriegt. Sehr, sehr schön. So, wir stehen schon perfekt. Halt. So, lösen und rausfahren und ab zur nächsten Palette. So, ich dachte schon gerade, wir fallen um. So, Gabel ist unten. Drunter fahren. Fixieren, wieder anheben. So, das war ganz knapp die Höhe. Das war gerade knapp, dass wir mit der Palette drüber. Überall stoßen wir an. Wir sollten vielleicht etwas vorsichtiger fahren. Ja, wir fahren jetzt mal ein bisschen vorsichtiger. Nicht, dass wir immer überall dagegen fahren. So. So, das sollte hoffentlich hoch genug sein. Ein bisschen höher können wir noch fahren. So, einmal drehen. Ja, das hätte auch davor schon gereicht. So. Jetzt werden wir gleich sehen, wir sind noch zu weit weg. So, jetzt aber, das wird knapp. Ich hoffe, er akzeptiert nur, dass es noch, dass es okay steht, also dass es für ihn okay ist. Werden wir dann gleich sehen. Absenken. Drunter fahren, fixieren, anheben, zurückfahren. Und dann wieder auf den Pritschenwagen drauf zufahren. Hoffentlich neben der Kiste. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall gegen den Pritschenwagen gefahren. Einmal zurücksetzen, zum Pritschenwagen wechseln und ist alles in Ordnung so? Ja, das passt. Die steht aber echt knapp. Aber es geht noch, ja. Ladebordwände können schließen. Einmal zurücksetzen, wenden und zurück zur Baustelle. So, fahren wir mal hier unten drunter durch. Und wieder in der Stoßstangenperspektive. So. Müssen kurz die Karte öffnen. Die fahren wir da links und dann unter der Brücke durch. Unter der Eisenbahnbrücke ist es, glaube ich. So, 40. Jetzt 50 km/h. So, hier einmal unter der Brücke durch. Jetzt sind wir sozusagen im Wohngebiet. Eben waren wir noch im Industriegebiet. So, nicht zu schnell, nicht zu schnell. Da vorne steht der große Bagger. An den Pfosten da vorbei. Hier einmal hingestellt. So, wunderbar. Und die Teilaufgabe haben wir erfolgreich abgeschlossen. Als nächstes müssen wir wieder einen Graben ausheben. So, jetzt musst du den Graben für den Abwasseranschluss des Anbaus ausheben. Bring den Bagger zur Baustelle, hebe den markierten Bereich aus und lade den Aushub in den Muldenkipper oder schütte ihn einfach. Und den Muldenkipper könnten wir, wenn wir ihn hätten, dann zum Dings fahren. Mit dem Muldenkipper könnten wir sonst zur Kiesgrube fahren.
ob uns das nochmal Geld einbringen würde oder so, keine Ahnung. Aber das werden wir dann mal machen, uns irgendwann den Muldenkipper noch kaufen, damit wir das dann halt noch dazu noch nutzen können. Und dann ja, fahren wir den auch dann zur Kiesgrube, den Sand, der im Muldenkipper dann drin ist. Und dann ja, schauen wir mal, ob wir dafür vielleicht noch Geld kriegen. Könnte ich mir da noch vorstellen. So, also einmal drehen. Und dann fahren wir einmal davor. Das ist ja ein... Ja, das ist ja 0, nichts erledigt mit dem Bagger hier. Also dann stellen wir uns einmal hier hin. So, ich glaube, dadurch wird der Bordstein ganz schön beschädigt werden. Dadurch, dass er jetzt hier so drauf steht. Gut. Wir ja, wechseln in den Baggermodus. Und dann legen wir einmal los. So, möglichst aber nicht den Anbau da hinten treffen. So, also einmal Schaufel senken. Guckt mal hier. Eine Schaufelladung und schon die Hälfte abgeschlossen. So, das geht ja in 0, nichts. Die Schaufel ist so groß, also im Vergleich zu, die, wie ich da gesagt habe, ich glaube 1,5 Kubikmeter an 1,5 Kubikmeter Volumen passen hier rein. Also da ist es schon ganz schön ordentlich. Im Vergleich zum kleinen Bagger, ich weiß gar nicht, wie viel es da war, 0,1 oder sowas. Also ist schon ein gewaltiger Unterschied. So. Können wir aber gleich mal nachgucken. Das machen wir doch jetzt direkt. Gehen wir mal kurz auf Fahrzeuge. Da ist er. Hier 0,16 Kubikmeter. Und der hier schafft 1,5 Kubikmeter. Also das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Das sind ungefähr 1,3 Kubikmeter mehr. Das ist schon, ja, ganz schön ordentlich. So. Und dann wieder ablassen. So. Und dann Schraube schließen und das war's dann auch. Möchtest du mit dem Baggern aufhören? Ja. Dann laden wir das gerade noch hier aus. Fahren den noch von der Baustelle. So, na komm. Setzen ihn noch in den Fahrmodus zurück. So, und dann sollten wir die Teilaufgabe auch erfolgreich abgeschlossen haben. Und jetzt geht's weiter mit Teilaufgabe Nummer 4. Wieder mit dem Pritschenwagen sind wir unterwegs und holen da jetzt wieder Ziegel. So. Dann machen wir folgendes. Wir gehen hier hin. Nein, doch nicht. Wir gehen hier hin, wechseln zum Pritschenwagen, gehen dann ins Tablet-Menü, gehen dann auf Karte, gehen dann zum... Ah, ne, das lohnt sich eigentlich nicht, das Fahrzeug wieder runterliefern zu lassen. Ne. Da sind wir genauso schnell, wenn wir direkt fahren. Ich dachte, wir sind vielleicht... Oh, da sollten wir möglichst nicht dagegen fahren. Und auch nicht gegen die Schaufel. Überall fahren wir heute dagegen. Ja, ich dachte erst, es lohnt sich, wenn wir da unten das Fahrzeug zum Baustoff, zum Firmengelände versetzen lassen, dass wir dann schneller sind, aber das sind wir ja nicht wirklich, von daher, ja, versetzen wir das nicht, sondern fahren jetzt von hier aus direkt dahin, aber möglichst nicht zu schnell, damit wir nicht geblitzt werden. So. Und dann müssen wir gleich hier vorne rechts abbiegen. Und dann wechseln wir wieder in den Gabelstapler halt. Diesmal aber, ja, perfekt hier reingefahren. So. Und dann stellen wir uns einmal hier hin. Anhalten. Ladebordwände sind hoffentlich jetzt geöffnet. Und wir wechseln zum Gabelstapler. Und dann, ja, laden wir das alles jetzt auf. So, einmal ab zur ersten Palette. Wechseln wieder in die Stoßstangenansicht. So. Einen eleganten Left Turn. So, dann Palette anheben, zurückfahren können wir schon mal, wenden wir einmal, nochmal ein Stück zurück, so, und dann wieder auf den Pritschenwagen drauf zu. Ah, wir sollten nicht mehr näher ranfahren, sonst stoßen wir noch dagegen. Absetzen, lösen, rausfahren, wunderbar, die kommt vielleicht noch ein bisschen näher reingeschoben werden. So, jetzt ist gut. So, die nächste bitte. Also, einmal ab zur nächsten Palette. Drehen. Halt! Das bringt uns nichts, wenn wir mit der Gabel über der Palette sind. Halt. Nicht zu weit zurück, sonst stoßen wir noch gegen den Pritschenwagen. So, einmal drunter fixieren, anheben. Okay, das reicht. Einmal wenden. Vor, zurück. Vorwärts. Und dann absetzen. Ich hoffe, wir sind hier in einer
guten Position. Das war knapp, aber sie sitzt noch gut. Was wir an, wir probieren jetzt mal was. Und zwar, wir probieren jetzt mal die eine Palette auf die andere drauf zu laden. So, also einmal absenken. Und dann schauen wir mal, ob das hält. Also, dass wir dann, wenn wir mit dem Pritschenwagen dann fahren, ob es dann hält, beziehungsweise ob es überhaupt zugelassen wird. Oder ob der Hans-Peter sich dann beschwert hat. Das geht so gar nicht. Lade das bitte um. Ja, das werden wir dann sehen. Mal schauen. Das müssen wir aber erstmal gut treffen, aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Die Frage ist, welche nehmen wir? Nehmen wir jetzt mal die hier außen. Egal. Ja, wir nehmen jetzt mal die hier außen. So. In die Höhe sollten wir ja kommen, ja. So. Ja, das sieht doch gut aus. So, absenken. Lösen. Ja, das geht. Und dann schauen wir mal, ob das dann auch hält, wenn wir dann mit dem Pritschenwagen fahren. Aber das sieht schon mal sehr gut aus. Haben wir echt gut getroffen. So, Gabel senken. Ja, wir können ja mal nochmal gleich gucken, wie hoch wir wirklich so... was wir jetzt mal machen, wir machen mal einen Stapel aus drei Paletten, sofern wir hoch genug kommen, aber das sollte eigentlich gehen. Also gehe ich mal davon aus, dass der Gabelstapler das schafft. So, das werden wir dann gleich sehen. Fixieren, anheben. So, jetzt gucken wir mal, wie hoch er kann. Wie hoch schaffst du es, ne? So. Ja, da kann man bestimmt sogar einen Stapel aus vier Paletten machen. Oh, das ist ja mega hoch. Ja, okay. Oh. Nein. Jetzt ist die uns runtergefallen. Dann laden wir die andere jetzt auch mal auf die andere drauf. Gucken wir das genauer schaffen. Aber eigentlich sollten die doch darauf halten. Gucken wir mal. So. Also. Dass wir genau davor stehen. Na, da stehen wir ein bisschen zu weit. Daneben. So. Einmal drauf zufahren. Bisschen nach links, andere Richtung. Halt. So. Na, sind wir schon dagegen gefahren? Oh, ja. So. Die sitzt doch eigentlich perfekt. Jetzt können wir mal in den Pritschenwagen wechseln, weil wir müssen ja die andere Palette irgendwie auf. Ach, so. Na, wir müssen aber erstmal ein Stück vorfahren. So, damit wir die andere Palette auch wieder da ranschieben können und die andere dann auch. Aber ich glaube schon, dass es geht, dass die Paletten übereinander stehen können. Ja, ich weiß, dass sie nicht befestigt werden konnten. Danke. Wir schieben jetzt erstmal die hier näher ran. Weiter rein. Oh, das ist vielleicht so weit, dass. Aber wir wollen ja eh so einen Dreierstapel machen. So, die Frage ist jetzt, wie richten wir die wieder auf? Fahren jetzt mal so dagegen. Ich weiß gar nicht mal, wie wir es letztes Mal gemacht haben. Nein, so nicht. So, Attacke! Geh hoch, Kiste! Oh, ja, so eigentlich nicht hoch. Halt, wir spießen dich auf. So. Ja. Müssen wir so hier rechts und dann links. Nein, nicht hinter das Ding schieben. Ja. Nein, nicht dahinter verschwinden. Oh nein, bitte nicht. Scheiße. Kann man da irgendwie dahinter fahren mit dem Gabelstapler? Wir testen es mal, aber es sieht ziemlich eng aus. Aber es wäre schön, wenn es klappen würde. Wir probieren es mal gerade. So. Wenn man da irgendeinen guten Punkt findet, dann hier kommen wir nicht vorbei. Ah, so Sachen wie hier, diese Rohre, muss man wahrscheinlich dann mit dem Kran von, also mit dem Pritschenwagen mit Kran verladen, gehe ich mal von aus. Dann doch, da hinten ist noch Platz, aber...
Die Autofahrer denken sich auch, was macht der denn da? Eieieiei. Jetzt ist uns die Kiste da so blöd gelandet. So, probieren wir es nochmal. Ja, jetzt. Ja. Aber jetzt müssen wir erstmal wegschieben, nicht dass die uns. Nein, das Land ist nicht auf der falschen Seite. Mal links, rechts. Ha. So, rechts. Kommen wir da rechts dran vorbei, um die umzuschmeißen? Nein, wahrscheinlich nicht. Dann müssen wir nochmal da links, rechts, ja, nein. Auf jeden Fall ist hier schon mal ein bisschen weiter von diesem Gerüst jetzt hier, von diesem Lagerding da weg. Aber wir können natürlich auch mit dem Heck probieren, die wegzuschieben. So, probieren wir es nochmal. So, Attacke, Kiste, wir greifen an, Achtung! Scheiße. Ja, das war nichts. Nochmal, voll drauf zu, rechts lenken. Nein, das hat nichts gebraucht. Dann probieren wir es mal erfolgt. Einmal rückwärts, Angriff. Haja! Ja, Fall. Okay, dann halt nicht. Ja, die Frage ist, sollen sie jetzt umfallen oder nicht? Wir machen jetzt erstmal Attacke von hinten mit. Ja, so sieht es schon mal besser aus. So, und jetzt noch umschmeißen das Ganze. Ah, Mission erfolgreich abgeschlossen sozusagen. So, einmal zurücksetzen. Gabel runterlassen. So. Drunter fahren. Fixieren, anheben, zurückfahren. Jetzt weiß ich aber gar nicht, wo der Dings steht. Ah ne, das wollte ich nicht. So, wir gucken mal. Bitte sei noch drauf, Kiste. Ja, es steht noch drauf. Dann können wir jetzt noch die dritte draufsetzen. Wahrscheinlich war die andere einfach nur zu weit weg. Wahrscheinlich war nicht zu weit weg, sondern stand einfach nur zu nah am Rand, deswegen war das so. Oh, die rutscht aber weit raus. So. So. Ja, ein Stück zurück. Anheben und dann können wir die jetzt schön da drauf setzen. So. Na, da stehen wir ein bisschen schlecht. So ist besser. So. Ein schönes Kunstwerk haben wir doch hier gemacht. Das wäre natürlich jetzt am besten, wenn wir die vierte auch noch drauf kriegen. Können ja gerade gleich nochmal gucken, ob das überhaupt möglich wäre von der Höhe her. So, lösen, rausfahren. Von der Höhe her. Nein, wäre nicht möglich. Wir haben jetzt hier den höchstmöglichen Stapel gemacht. Einmal wechseln. Jetzt ist sie einmal durchgefallen. Okay, aber immerhin haben wir können zwei Kisten aufeinander stehen. So, dann machen wir uns einmal auf den Weg zur Baustelle. Also wir könnten rein theoretisch hier auch anstatt 4, könnten wir hier auch 8 Kisten draufstapeln. Wahrscheinlich würden auch nochmal ein paar mehr hier drauf passen. Sag mal, wirkt sich das gerade aufs. Habe ich da. Merke ich das richtig, dass sich das auf das Fahrverhalten vom Truck ausübt? Dass die Kisten jetzt hier beide auf der rechten Seite stehen? Das ist ja cool gemacht. Oder? Zumindest habe ich irgendwie gerade den Eindruck gehabt. Ja, oder? Irgendwie ist es leicht, ist der Truck leicht schräg oder so. Auf jeden Fall, glaube ich, wirkt es leicht auf die Fahrweise vom LKW aus. So, wir müssen gucken geradeaus. Ja, damit hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass der LKW dich überholt. So. Einmal schnell hier hin. Und dann war es das auch schon von diesem Teil. Im nächsten Teil machen wir noch die letzte Teilaufgabe von diesem Auftrag. Das war's in diesem Teil. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, euer Lion Gamer 1. Ciao!